Guten Abend. Wir sind eingeladen in die Hause von Dekabord. Und hier sieht es ja sogar richtig anständig aus. Also im Gegensatz zu draußen. Na holla. Lass dir Zeit. Echt mal? Wie sieht's. Also mit deinem. Du sahst vorher echt cooler aus, Junge. Gut, bringen wir es hinter uns. Ja. Gut, dann. Ach so, das bist du gar nicht. Ich dachte du. Hey. Alles klar. Ich dachte, du wärst er und er wär du. Ihr seht aber auch euch ähnlich. Jack, der Neue ist hier. Moment, Moment. Ich muss nur noch. Was? Idiot. Er kommt gleich. Verdammt. Wieso ist denn der so Muss mich klein? noch anpassen. Hallo, Ist. hallo. War. Willkommen Hä? im Hause Cabot. Ich bin Jack Cabot. Ich hatte mir gedacht, du wärst voll der alte Sack, ey. Ja, nett, dich kennenzulernen, Keule. Oh. Ich steck mal wieder weg. Alter, so. Nett, dich kennenzulernen, Jack. Und ich bin sehr erfreut, dich kennenzulernen. Edward findet es lästig. Aber ich möchte jeden persönlich kennenlernen, der für mich arbeitet. Bitte setz dich. Wie wär's mit einem Drink? Edward, den guten Bourbon, ja? Hier Bitte, wohnen doch setz keine dich. Leute, oder? Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, habe ich eine Frage, die ich allen neuen Mitarbeitern stelle. Ist das wirklich der richtige Unterbrich mich Zeitpunkt nicht, für? Edward. Die Frage lautet: Glaubst du, dass es im Universum andere intelligente Lebensformen gibt? Ja, denn ihr seid in einem Computerspiel und ihr seid in der Matrix gefangen und die anderen Leute sitzen vor dem Bildschirm und gucken euch zu. Hoho! Ich weiß nicht, ob es intelligentes Leben im Universum gibt. Zumindest nicht auf diesem Planeten. Du machst zwar Witze, triffst es aber genau. Angenommen, die Menschen sterben auf der Erde aus, wonach es aussieht. Und in tausenden von Jahren entsteht eine neue Zivilisation. Was würde man von uns wissen? Ist doch völlig Banane. Ich verstehe nicht, was das hier mit allem zu tun hat. Entschuldige bitte, wenn ich darauf losrede. Ich vergesse oft, dass sich nicht alle für diese Dinge so interessieren wie ich. Willkommen in der Familie. Okay, du bist offiziell angeheuert. Glückwunsch. Was sollte das alles? Zerbrich dir darüber jetzt nicht den Kopf. Das gehört übrigens zum Job. Bleib am besten aufgeschlossen für alles. Jack mag zwar exzentrisch sein, aber er ist nicht verrückt. Meine Aufgabe für dich ist einfach. Jack besitzt eine Anlage nördlich von der Stadt. Uns ist ein wichtiges Paket zwischen dort und hier verloren gegangen. Ich möchte, dass du es findest und zu mir zurückbringst. Noch Fragen? Ich hoffe, du hast noch mehr zu bieten als das. Zum Beispiel Kronkorken. Ich erwarte nichts Unmögliches von dir. Nicht am ersten Tag. Fang bei der Parsons State Irrenanstalt an. Lass dich vom Namen nicht irreführen. Das ist nur ein sicheres Gebäude, das wir nutzen. Wir denken, dass der Kurier in einen Hinterhalt geraten ist, als er von dort aufbrach. Die Wache hat in der Ferne Schüsse gehört, weiß aber sonst nichts. Sprich mit Maria bei Parsons. Sie ist dort für die Sicherheit zuständig. Sie kann dir die richtige Richtung zeigen. Bist du ansonsten bereit? Ja, machen wir. Bin schon unterwegs. Viel Erfolg. Lass dich bei deinem ersten Job nicht umlegen. Ach Quatsch. Kommt doch gar nicht in die Tüte. Aber umgucken würde ich mich hier gerne noch eben kurz. Und vielleicht ein bisschen was klauen. Hihi. Ich meine, das bietet sich doch an hier. Außer natürlich ist nichts zu finden. Ah, doch. Nee, nee. Absolut nicht. Das ist ganz genau unser Niveau, mein Freund. Machen wir mal zu. Und dann klauen wir hier mal im Safe ein bisschen. Weh, du machst die Tür wieder auf. Ach. So. Wie schön. Genau, denn Munition brauchen wir. Okay. Oh, ein Fatman. Aber wir haben ja schon einen. Also, was soll's. Farbdose. Lalala. Ich laufe hier nur so ein bisschen rum. Beachtet mich gar nicht. Gut erhaltenes Insta-Püree. Das ist aber lecker. Was haben wir noch im Kühlschrank? Oh, lecker Salisbury Steak. Nein! Wieso wurde ich denn erwischt? Hallo?
Also jetzt mal ehrlich, hier ist doch... Hä? Naja, kann ich auch nicht ändern. Gehen wir mal hier durch. Nehme ich alles mit hier. Wenn wir eh schon feindlich sind mit dem, dann ist es doch egal. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gut ist, aber... Naja, so ist es jetzt halt mal, ne? Freunde. Ich glaube, da werden uns ein paar Quests durch die Lappen gehen, aber ich kann es jetzt... Tja, Edward. Tschüss, ne? Naja, ist ja ein bisschen doof jetzt eigentlich, aber... Na gut. Wie? Hancock nach? Nach nirgends soll der. Sag mal, hackst du oder was? Jetzt bin ich in Good Neighbor auch? Ist doch nicht euer Ernst, oder was? Sag mal, also ihr wollt's aber wissen jetzt hier, oder was? Freunde, so nicht. Ich hab nicht... Jetzt steht der schon wieder auf. Was soll denn das? Es war wohl nicht so geplant. Ich mach erstmal die Tür zu, Freunde. Das ist doch kacke. Ah, warte mal, wo ist denn der letzte Autosave? Haus der Cabots. Ja, nehmen wir den mal. Das ist ja doof. Na gut, dann sparen wir uns das Klauen halt. Wieso? Also da war doch gar keiner. Wieso wurden wir denn erwischt? Ja, na gut, dann... Komm mal zur Sache. Ich überspringe das mal möglichst schnell. Komm, gib Schubrakete. Dann müssen wir das halt nochmal eben durchspielen. Aber das ist echt ein bisschen doof. Ja, aber das interessiert ja keinen. Er kommt gleich. Ja. Ja. Ich bin Jack Cabot. Ja, ja. Es ist immer noch sehr nett. Na, komm mal um die Ecke hier, Keule. Ach, jetzt muss ich noch aufstehen. Ach. Ja, ist nett, dich kennenzulernen. Nochmal. Ja, ja, so. Bitte, setz dich. Hier wohnen doch keine Leute, oder? Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, habe ich eine Frage, die ich allen neuen Mitarbeitern stelle. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt für? Edward. Die Frage lautet, glaub... Ja, ja, wir sprachen davon. Angenommen, die Men... Was? Ich verstehe. Entschuldige bitte, wenn ich darauf... Willkommen. Okay, du bist offiziell... Das war... Gut. Das meine ja, ja. Aha. In Ordnung. Uns ist Ach. Noch. Ich hoffe, du hast noch mehr zu bieten als das. Keines. Fang mal. Wir denken, bist du. Bin schon unterwegs. Vieler. So. Nee, mach ich ja nicht. Und jetzt hau ich hier mal direkt ab. Scheiß da drauf, was hier rumliegt. Okay. Oh. Ach ja, das sind diese, wo auch in Good Neighbor das Vieh von rumsteht, ne? Ich habe wieder vergessen, wie sie hieß, aber diese Verkäuferin. So ein Assassinen-Bot quasi. So. Egal, wir haben ja genug zu tun. Ich hoffe mal, dass wir jetzt auch noch alle Aufgaben... Also alle, die wir machen wollen, sind noch aktiviert. Also direkt mal in Richtung des nächsten... Quest-Ziels, aber wieder mit der Waffe im Anschlag, weil wegen besser ist das. So, dann gehen wir hier mal über die Brücke. War so klar, dass da wieder meiner rumsteht. Tschüss. Das ging schnell. Schönen Dank. Ich guck mal auf die Karte. Was ist denn das nächste? Wo sind wir? Da sind wir. Nee, da oben will ich ja gar nicht unbedingt hin. Das heißt... Oh Mann, das ist alles echt weit weg. Das ist völlig Banane, was wir machen. Das ist alles am Arsch der Heide. Also gehen wir mal nach
Süden, weil da sind nämlich die meisten Sachen. Dann brauchen wir auch gar nicht über die Brücke. Entschuldigung, habe ich dich eigentlich umsonst umgebracht, aber naja, du warst eh doof. Und hast auch unter der Achsel gerochen. Das ist ja wohl Grund genug. Wer ist er? Ist er ein Guter oder ist er eher so ein... Achso, er ist ein Toter hauptsächlich. Na gut, ist ja nicht unser Problem, ne? Muss er ja mit klarkommen. Ha, ich hätte fast gesagt, muss er mit leben. Muss er aber gar nicht. Ah, ist das? Oh, hier waren wir schon mal. Leichen pflastern unseren Weg. Häp. Ach so, jetzt auf einmal finde ich Good Neighbor auf die schnelle Tour, wa? Da wirst du doch wahnsinnig. Sonst suche ich mir mal einen Wolf. Und jetzt ohne Probleme. Mann, Mann, Mann. So. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen in der richtigen Richtung. Sagen wir mal auf das Ziel dort zu. Hier ist gleich wieder der gute Swan, der da noch rumliegt. Die alte Lusche. Also Lusche nicht. Oh, der war schon kräftig, der Junge. Betonung liegt halt auf wahr. Bis er uns getroffen hat. Hallo, hüpfst. Hallo? Ich dachte schon, ich hätte mich wieder festgebackt, wie irgendwann mal da in dieser U-Bahn-Station. Das war auch doof. Aber das bleibt nicht aus. So, hier ist so. Mann. Ja, ja, ich bin hier. Und wenn du mich weiter vollquatscht, lege ich dich um, Junge. Also halt die Klappe. Ey, was? Jungs. Mein lieber Freund. So nicht. Hat ja gut geklappt. Ach, wisst ihr was? Ihr geht mir auf den Sack. Ich lasse euch da stehen. Ich will doch gar nichts von euch. Das habe ich nur wieder vergessen. An welchen? Das wird ein guter Kampf. Naja. Vor allem auch für den Mutantenhund, ne? War super für den. Ach, komm. One, two. Na mach. Komm, wir hauen nochmal Crit raus. Aber vorher laden wir nach. Heroisch, mitten im Kampf. Zack, Feierabend für dich. So. Ne. Wo gehen wir denn mal lang? Da müssen wir auf jeden Fall rüber. Notfrequenzsignal. Moment mal. Moment mal. Wo finden wir die denn? In der anderen Richtung? Okay. Ist das so eine richtige Notfrequenz, so eine, wo angezeigt wird, wie groß der Dingens ist, der Empfang? Ach so. DB Technical High School. Da waren wir schon mal drinne. Ich glaube, das ist hier die Ecke, wo wir schon mal 1000 Jahre nach dieser Notfrequenz gesucht haben. Also ignoriere ich die jetzt mal. Und guck nochmal auf die Karte. Eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Weiß ich. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Ja, gehen wir hier hin, ne? Tötest den Djinn, immer geradeaus. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Halt die Klappe. Ich werde doch jetzt hier nicht nochmal 1000 Jahre lang rumsuchen. Warte mal, ich mach den Scheiß mal wieder aus. So. Nervensack. Vorne kommt ein Vertibird angeflogen. Tja, und hier haben wir schon mal harte Gefechte gehabt. Wer bist du denn? Und warum stehst du hier so rum?
Wie kann eine Maschine glauben, dass sie lebt? Das ist doch lächerlich. Och, findest du? Hast du mal Raumschiff Enterprise geguckt? Ah, mit Data? Ich meine, der weiß zwar, dass er nicht lebt, aber der bemüht sich. So, sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ja, müssten wir eigentlich. Passt. Nach vorne müsste der gute Sinjin irgendwo sein. Wie viel Moon haben wir eigentlich noch? Wenn ich mal so ganz doof fragen darf. Naja, ich lade mal kurz nach. Weil ich glaube, in dem Gebäude hier kommt es dann doch wieder zu dem einen oder anderen Schusswechsel. Kommt man hier schon rein? Nee. Wo kommt man denn hier rein? Und da sind Supermutanten am Werk gewesen. Achso, da hinten ist der Eingang. Milton General Hospital. Na dann. Was? Supermutanten Selbstmörder ist nicht gut. Hancock, du Idiot. Was? Wo denn? Wo ist hinten? Hä? Ach, da. Nein! Boah. Alter. Was wollt denn ihr alle von mir? Spinnt ihr denn? Wo sind die überhaupt? Wieso sehe ich die nicht? Ach da. Hä? Wo denn? Hä? Ach da! Alles klar. Ja, das kann ich wohl knicken. So, latsch mal drüber. Meine ich doch. Naja. Hancock, du siehst eh schon scheiße aus. Bei dir macht das nichts, wenn du nochmal ein bisschen auf Arme kriegst. Aber die sind schon echt nervig, diese Selbstmörder. Hä? Von wo denn hinten? Ach, da sind auch noch welche. Na super. Ich freue mich. Ups. Komm, auf deinen Blödsinn hier habe ich doch keine Lust. Da kriegst du so eine und gut ist. Zack. Und tschüss. Da drüben ist ja noch einer. Das war im Ernst. Der erste war sowas von Headshot. So. Thema erledigt. Ne, da hinten ist noch irgendwo einer. Ist aber im Moment nicht ganz so wichtig. So, den mal kurz ausplündern. So, dann kümmern wir uns um den noch. Ah, was haben wir denn noch? Ich wollte doch eigentlich echt nur da rein. Was haben wir denn? Plasmamine? Molly. Komm, kriegst du Molly. Ja. Kriege ich selbst einen Molly, hat ja gut geklappt. So, komm. Na, wenigstens einen Treffer, komm. Na, meine ich doch. Hm. Was denn, noch einer? Okay. Ja, super. Und da waren nämlich die Moon schon wieder alle. Naja, dann nehmen wir jetzt mal die Schrotflinte. So, tschüss. Irgendwas Interessantes hier drin? Munition finde ich immer interessant, auch wenn es nicht unbedingt die ist, die wir dringend brauchen. Aber ich werde mich jetzt hier nicht lange aufhalten.
nur mal eben ganz kurz so überfliegen. Ein Safe haben wir noch, den knacken wir kurz. Und dann gehen wir da in dieses in die Irrenanstalt rein. Wie ja der Plan war. Aber ich glaube, das machen wir erst morgen, weil wir sind nämlich schon wieder bei über 20 Minuten. Mann, du, die Zeit geht aber auch rum, wenn man erstmal dabei ist. Schön, 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 schön. Müll. Jo, da ist noch eine Kasse. Ist aber nichts drin. Milch? Achso, leere Milch. Na, die brauche ich nicht. Kronkorken, ja, lecker, ey. Das ist alles so widerwärtig. Supermutanten sind super eklig. Deswegen heißen die Supermutanten. Gut, jetzt aber Richtung Krankenhaus. Und da gehen wir nochmal rein. Können wir noch irgendwas looten? Nukleares Material brauchen wir nicht. Da noch irgendwas? Not really. Also hinein. Und da sehen wir uns dann morgen wieder. Ne? Bis morgen und ciao, ciao.